Herzlich willkommen zu diesem neuen Aviamax Trip Report. Ich bin Max und auch der Alex ist dabei und wir nehmen euch heute mit in die Economy Class von Emirates an Bord dieser Boeing 777-300ER. Von Larnaca nach Malta. Der Check-in verlief recht flott und problemlos, was man von der wirklich langsamen SEKO leider nicht behaupten konnte. Jetzt ist erstmal Lounge-Time und dank Priority Pass geht es in die Aspire Aphrodite Lounge. Die Lounge ist recht solide mit einer Menge Sitzmöglichkeiten und einer Terrasse, die einen netten Blick auf das Vorfeld bietet. Und hier ist auch schon unser heutiges Flugzeug, die Boeing 777-300ER von Emirates. Übrigens handelt es sich auch hierbei wieder um einen sogenannten Flug der fünften Freiheit. Zurück in der Lounge erwartet uns eine völlig okaye Auswahl an Speisen und Getränken. Für den heutigen Flug sitzen wir auf Sitzplatz 45K. Thank you. You go straight or my right? Die Beinfreiheit ist in Ordnung, könnte aber auf längeren Flügen für mich oder Menschen meiner Größe doch ein bisschen zum Problem werden. Zumindest ist das Kissen flauschig. Ja, später sehen wir uns dann noch die Decke und die Kopfhörer genauer an. Die Kabine machte ansonsten einen sauberen und modernen Eindruck. An jedem Sitz finden wir so einen USB-Port. Die eigentlich überflüssige Fernbedienung für das IFI sowie einen Kleiderhaken und so einen spielerischen Becherhalter. Der sauberste Sitz war es jetzt nicht gerade, aber insgesamt in Ordnung. In der Sitztasche vor uns finden wir die Safety Card, das Emirates Magazin sowie die Sickness Bag. Der Knopf zum Einstellen des Sitzes sehen wir später. Der Sitz in der Mitte und der Sitz am Gang bieten übrigens noch solche Universalsteckdosen. Und mein kleines Äffchen hier zeigt euch jetzt, wie man die Kopfstütze einstellen kann. Das wahrscheinlich beste Feature des IFIs sind die Außenkameras. Und
und bietet natürlich auch eine In-Flight-Map sowie eine wirklich riesige Auswahl an verschiedenen Filmen. Beim Thema Serien muss sich Emirates nicht verstecken, auch hier ist die Auswahl wirklich gut. Und man kann auch richtiges Fernsehen gucken. Übrigens lässt sich der Bildschirm des IFEs noch so hier verstellen. Die Fernbedienung für das IFE ist eigentlich unnötig, da er sowieso ein Touchscreen hat, aber es ist ein nettes Gimmick. Zeigt euch Alex noch, wie man den Sitz einstellen kann. Beim Tisch erwarten euch dabei diese Einstellmöglichkeiten. Es schien zwar Wi-Fi an Bord zu geben, aber irgendwie konnte ich keine Preise für Internetpakete finden. Immerhin lässt sich aber einsehen, was es in allen drei Klassen zu essen gibt. Und es
Es mag nicht das aufregendste Menü sein, aber immerhin gibt es hier noch richtiges Essen in der Economy Class auf einem Flug innerhalb Europas. Heute mal eine Cola statt Rotwein für mich. Es war noch recht früh. Und es gibt echtes Metallbesteck mit Emirates-Gravur. Das Essen war insgesamt in Ordnung, aber vor allem war es sehr viel. Übrigens handelt es sich hierbei um das neueste Economy-Class-Produkt der 777 bei Emirates in einer 343-Konfiguration. Die Waschräume waren überraschend groß und sehr sauber. Die Decke war wirklich sehr dünn, aber für diesen Flug völlig ausreichend. Die Kopfhörer sehen besser aus, als sie sind, aber taten ihren Dienst. Na, erkennt ihr diesen Flughafen? Schreibt es mir gern unten in die Kommentare. Die Crew war übrigens sehr freundlich und aufmerksam. Dabei stach besonders ein Flugbegleiter heraus, der sich viel mit uns unterhielt, etwas Quatsch machte und wie sich herausstellte, auch aus Deutschland kam. Mit so einem freien Mittelsitz fällt Entspannen deutlich leichter. Und zufällig entdeckte ich noch, dass es eine Bild-in-Bild-Funktion gibt. Wie cool ist das denn? Und da beginnt auch schon unser Anflug auf Malta. Thank you.
you. Bye. Thank you so much. Thank you. See you soon. Eine schöne Zeit auf Malta. Ciao. Und wie fällt denn nun mein Fazit aus? Wir hatten einen wirklich tollen Flug mit Emirates. Der Service, besonders der eine Flugbegleiter, waren einfach sensationell und das Essen, ja, solide. Die Sitze waren auf jeden Fall ausreichend bequem, auch wenn der Sitzabstand etwas besser hätte sein können und das IFI war eigentlich spektakulär. Seid ihr schon mit Emirates geflogen? Wie sind eure Erfahrungen? Teilt es uns wie immer gerne mit unten in den Kommentaren. Jetzt aber erstmal vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.